Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gear. Gear Time. Nee, Studio Time. Diesen Samstag ja, nämlich mal nicht Gear Time, sondern Studio Time. Das hat auch einen Grund. Wir waren die ganze Woche mit dem üblichen Tagesgeschäft so beschäftigt und haben nebenbei dann noch das Studio umgebaut, ausgebaut, renoviert, umgemacht, getan. Und deswegen haben wir auf Verlegenheit jetzt das aufgenommen. Mehr kann man nicht parallel machen. Wie soll das denn gehen? Nee, wir wollen euch einfach mal einen kleinen Einblick geben, was wir so machen. Und ich habe alles aus der Hand gefilmt, deswegen weiß ich nicht, wie viel von dem Material überhaupt verwendbar ist. Was ich reinschneiden kann. Und wir quatschen jetzt mal ganz kurz darüber, was haben wir überhaupt gemacht. Jetzt geht's weiter. Wir brauchen mehr Platz. Ne? Wir haben zwei Aufnahmeräume und dann haben wir noch so einen Lagerraum, der aber bis oben hin vollgestellt war ohne System und alles. Und da haben wir uns jetzt kurzerhand entschlossen, den bauen wir jetzt als Werkstatt um mit Tisch, Regalen, allem drum und dran. Und wir hatten oben neben der Regie B war vorher die kleine Werkstatt-Ecke. Ja. Die haben wir komplett leer geräumt. Werkstatt und zuletzt vor allem auch Stauraum, ja. Genau. Haben die Werkstatt ausgebaut, da alles verstaut. Und haben jetzt quasi da, wo früher die kleine Werkstatt drin war, neben Regie B, da sind wir jetzt gerade tatsächlich einen dritten Aufnahmeraum am Bauen. Es war am Anfang meiner Karriere, das ist das Basotec, ne? So zum Boosten bringen. Am Anfang meiner Karriere, da gab es damals so eine Zeitung, die hieß Elrad. Und da gab es eine Sonderausgabe Studio. Ne? Studiobau. Und da stand auch drin, wer daran drängt, irgendwie Produzent zu werden, der soll erstmal den Anzug mit dem Blaumann tauschen. Und da sind wir jetzt schon zum nächsten Mal genau an dieser Stelle auch wieder. Das uns mal jetzt mal wieder widerfahren. Entschuldigung. Ja, Basotec, ja. Das staubt schon ordentlich. Also, wir haben jetzt die komplette Konstruktion oben fertig. Der Rahmen ist fertig. Der Rahmen ist fertig. Das ist der Whitey. Tja, jetzt stehen wir in dem improvisierten Aufnahmeraum 3, um genau zu sein. Der Rahmen ist fertig. Es kommt das Basotec rein. Und danach Feierabend. Danach Feierabend, ja. Hoffentlich, es ist nämlich ziemlich warm. Wir bringen jetzt gleich das Basotec an. Dann fehlt noch die Verkleidung mit Molton, genau. Das ein bisschen schick aussieht. Wir haben jetzt nämlich auch eine Seite gefunden. Wir haben vorher immer Bühnenmolton benutzt. Jetzt gibt es Akustikstoff, der aber genauso aussieht und genauso bezeichnet ist wie der Bühnenmolton. Wahrscheinlich ist es genau dasselbe Produkt. Ich wollte gerade sagen, dieselben Spezifikationen letztendlich. Genau, das sind in dem Fall nehmen wir 300 Gramm schweren, glaube ich. Das sieht nach aus, ja. Genau, Natur, Weiß. Und wenn das Ding fertig ist, werden wir natürlich auch dazu mal vielleicht irgendwie ein paar Bilder posten, ein Video machen, whatever. Ja. Noch ist es halt eine Landkonstruktion, was ihr werdet vielleicht irgendwelche Ausschnitte sehen oder vielleicht auch nicht, je nachdem wie verwackelt es ist. Aber es war halt einfach nur eine logische Konsequenz, weil was hast du von der Regie B, wenn du keinen direkten Aufnahmeraum brauchen hast? Ne? Richtig, genau. Also die ist zwar verkabelt mit den anderen Aufnahmeräumen, aber das ist halt irgendwie andere Gebäudeteile und da muss man hin und her laufen, das ist halt nicht so geil eigentlich. Genau, und das soll ja auch sehr, sehr für Songwriting dienen. Und genau. Dann brauchst du einfach mal ein Mikro, was immer schnell, einfach mal, Vocals, okay. Ach, lass uns gerade mal eine Akustikgitarre drauf machen. Genau. So. Das heißt nicht in Anspruch, der beste, bestklingendste Raum der Welt zu sein, sondern es geht einfach darum, gerade diesen Singer-Songwriter-Singing-Songwriting-Prozess. Der hat den Plan. Nicht den Singer-Songwriter sind wir nicht, sondern den Songwriting-Prozess zu ver... Eine Kreativfälle einfach, ne? Genau. Also das kann natürlich auch ein Hip-Hop sein oder einfach Singer-Songwriter, whatever. Ne? Das ist halt einfach rein digital oben. Ne? Da geht es darum, einfach schnell mal... Wobei wir haben auch ein bisschen einiges an Analogkram da oben. Ein bisschen was, ja. Tja, das ist das Projekt Aufnahmeraum 3. Ja. Verrückt, ne? Ja. Ja, ansonsten, wir haben noch super viel aufgeräumt und beim Ausräumen der alten Werkstattecke haben wir was gefunden. Das war dem Oliver, als er das wiedergefunden hat, hat er sich richtig gefreut. Wovon redest du jetzt?
Die Geräusche-CD. Die Geräusche-CD ist eines der wichtigsten Tools des Musikproduzenten im 21. Jahrhundert. Das Internet könnte ausfallen. Und wie bekommt man dann beispielsweise Boote und Schifffahrt oder Stadion- und Sportgeräusche? Weiter hier. Du, juhu! Volume 3. Und nächstes Wochenende gibt es auch noch wieder eine richtige Folge Gear Time von uns. Ich hoffe es doch, ne? Wir haben ein bisschen schönen Stoff zum Testen hier, ne? Wenn ich fleißig bin, dann gibt es nächstes Wochenende nämlich den Test und Review zum Rupert Neve Master Bus Prozessor. Den hatten wir nämlich hier und Mikrofone, Kopfhörer, was haben wir noch? Alles, ne? Mikrofone, Kopfhörer. Da kommt noch richtig krasser Kram. Also man darf ja keine bösen Wörter sagen, aber da kleiner Spoiler. Wir haben hier extrem schicke Fostex-Kopfhörer. Das kostet das Stück, glaube ich, 1.300, 1.400 Euro. Mit dem entsprechenden Preamp dazu. Auch von Fostex, auch so ein mega High-End-Ding. Das werden wir dann next testen. Dann haben wir noch von Golden Age Project das GA251. Das ist ein ELA Nachbau. Da haben wir auch schon ein paar Sachen gemacht. Da soll man wirklich gespannt drauf sein. Also das ist wirklich, wirklich auch extrem schick. Wir haben es ja heimlich schon mal angetestet. Ne? Wir haben es schon mal heimlich angetestet. Wir haben auch noch nicht gedreht. Mhm. Ich glaube, das war es erstmal so mit den Tests. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns gerne einen Daumen nach oben da und abonniert den Kanal. Und die Glocke nicht vergessen. Jetzt aber. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.